Hey Witchy-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Witchy Magic Art Folge auf eurem magischen Hexenkunst und Art Channel. Mein Name ist Hexe Sandra und heute... Wir hatten ja schon angefangen gehabt in einem Video mit den Wasserfarben. Es ging jetzt einfach nur um die Farben, Farbmischung nach Harald Küppers zu mischen. Es gibt noch einen anderen Mann, und zwar Johannes Itten, der sagte, die Primärfarben sind Rot, Grün und Blau. Das wären die Primärfarben, da könnte man dann mischen und würde die anderen Farben rauskriegen, praktisch Gelb, Magenta, Cyan. Jetzt gucken wir uns das mal an, wie das dann aussieht. Also, wir haben jetzt hier ein Rot. Wir haben hier dann ein Blau. Okay. Das ist eher in Richtung Schwarz. Dann nehmen wir jetzt noch das Grün hinzu. Gelbgrün, Blaugrün, das Helle. Wird ein Braun, würde ich sagen. So, und dann nehmen wir jetzt so die Farben hier raus. Ich denke, das ist eher so süßer Braunton, ja. Dann hier schon eher in Richtung Schwarz. Ja, wir sehen, dass das hier nix wird. Und dann dieses Grün, Blau, Grün. Ja, das ist nochmal ein anderer Ton, aber es ist schon diese Richtung. Ja, funktioniert nicht. Ja, hier ist der Vergleich. Der Vergleich mit Rot und dem Grün hätte Gelb rauskommen sollen. Mit Rot und Blau hätte Magenta rauskommen sollen. Und mit Grün und Blau hätte Cyan rauskommen sollen. Ist Quatsch. Ja, wenn ihr euch das, wenn ihr das mal eingebt, einfach mal Farbkreis oder Farbenlehre nach Itten oder Küppers, könnt ihr da gucken. Bei Küppers ist es so, der hat noch andere Faktoren mit berücksichtigt, was mit Auge zu tun hat, mit dem Licht, ja, was so in Physik, Biologie und so in verschiedene Bereiche mit hineingeht. Nicht nur einfach Kunst und Farbe, sondern die Farben sehen wir ja nur aus bestimmten Gründen. Ne? Das werde ich noch gesondert dann erklären.